warum der Vokalist von Sepultura eindeutig singen kann, eine krasse Bühnenpräsenz hat und trotzdem ein absoluter Vollidiot ist. Das heute in diesem Video. Hey, hallo Welt, mein Name ist Hermann Singh und ihr seht schon, hier haben sich zwei Dinge geändert. Zum einen bin ich irgendwie auf Piratenstil hängen geblieben, zum anderen hast die heutige Folge mal mit einem anderen Mikrofon. Normalerweise hängt hier irgendwo im unteren Bildschirmrand, wo ihr es nicht seht, mein heißgeliebtes Rode M3. Heute allerdings arbeiten wir mit einem Shure SM58 Nachbau, genauer gesagt dem Samson Q7. Jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, warum benutzt der Spack auf einmal so ein Mikrofon? Das Rode M3 klingt doch viel besser hier. Und dem gebe ich auch auf jeden Fall recht. Denn das SM58, welches ich einfach mal stellvertretend nehme, ist ein reines Live-Mikrofon. Auch wenn SM eigentlich Studio-Mikrofon heißt, aber die Zeiten hat es hinter sich. Es ist de facto ein legendäres und das auch meistverbreiteste Bühnenmikrofon, was es wahrscheinlich auf diesem Planeten gibt. Jedenfalls habe ich gestern in Tübingen auf der Waldbühne, also eine quasi Biergarten, ein wunderbares Metal-Konzert gesehen als Vorband Warbringer, welche ich tatsächlich besser fand als den Haupteck, der da Sepultura war. Sepultura war ein geiles Konzert, guter Gitarrensound, der Bass war gut rauszuhören, das Schlagzeug klang enorm sauber, der Sänger hatte eine krasse Bühnenpräsenz, er hat seinen Kram definitiv drauf. Aber ich habe mich trotzdem jedes Mal wieder über ihn abgefuckt. Und zwar so richtig, richtig abgefuckt. Wer die Videos von Spectre Sound Studios oder eben auch Glenn Fricker verfolgt, der wird sicherlich schon das ein oder andere Mal den Hashtag Stop Cupping the Mic Dummies mitbekommen haben. Das bezeichnet so ziemlich die Hasstirade eines jeden Tontechnikers, der dafür sorgen muss, dass der Gesang des Sängers im Mix auf der Bühne nicht untergeht und verständlich bleibt. Und das wird in der ersten Linie meistens durch den Sänger erschwert. Beim sogenannten Mic-Cupping nimmt man nämlich die Bedienungsanleitung vom Mikrofon, schmeißt auf den Müll, greift hier vorne und wirft damit gleichzeitig noch jegliche gute Soundqualität vom Mikrofon auf die Müllhalde. Ihr hört schon, was passiert, wenn man so spricht. Der Sound verliert nochmal massiv an Höhen, die dieses Mikrofon sowieso schon nicht total präsent hat. Deswegen ist es ja so geil, weil es dadurch sehr feedbackbeständig wird. Unter anderem, der Gesang klingt so ein bisschen, als würde ich die Lippen nicht mehr auseinanderbekommen. Was unter anderem daran liegt, dass er jetzt durch so ein Loch hindurch singen muss. Haha, reingeschaut. Während gleichzeitig durch den Nahbesprechungseffekt der Bassanteil noch massiv nach oben geht, zusammen mit der Lautstärke. Und warum das ein Problem ist? Ganz einfach, dieses Mikrofon ist schon krass auf männliche, also tiefmittige Stimmen ausgelegt. Das heißt, der Nahbesprechungseffekt sorgt schon mal krass dafür, dass das Ding untenrum einfach komplett überbetont ist. Das heißt, der Tontechniker muss, damit im Mix genügend Platz für alle da ist und die Tiefmitten nicht so stark zum Mulmen anfangen, dass der Sänger nuschelt, ohne es zu wollen, massiven Equalizer gegensteuern. Dazu kommen das Höhenfehlen. Und zwar nicht so wie beim De-Esser, wo man die Transienten bzw. die Frikative und so weiter ein wenig absenkt, gezielt absenkt. Nein, sie werden komplett gekillt. Dadurch werden die Transienten ein wenig gekillt und wir haben wie diesen Nuschel-Effekt, der verstärkt wird. Das zusammen mit den Lippen eines Barsches sorgt dafür, dass der Sänger nicht gerade besser zu verstehen ist. Dazu kommt der Punkt mit Lautstärke und das war sehr interessant zu beobachten. Der Sänger von Sepultura hat auf dem Konzert das Mikrofon ungefähr so gehalten. Und abgesehen davon, dass allein das hier auf kurz oder lang Kabelbrüche verursacht und man schon ihm deswegen eine scheuern sollte, hat er ab und zu eben manchmal auch das Mikrofon auf einem Ständer gehabt. Und da hat man eine Sache sehr schön gesehen. Er greift das Mikrofon einmal richtig, also kommt von dem hier ab, das Signal wird leiser und er greift sie sofort hin, weil er denkt, scheiße, meine Stimme wird zu leise. Kerle. Du hast am Mischpult einen Tontechniker. Wenn du ihm eine halbe Sekunde Zeit gibst, dann kann er seinen Regler nehmen und den um die 6 bis 10 Dezibel Lautstärkeverlust hochschieben. Dein Mikrofonsound wird aber besser, du bist noch genauso gut zu hören und vor allem, man versteht dich. Und damit meine Aussage gilt, hier ein kurzer Beispielmix. Ich habe an den beiden Gesangsspuren nichts unterschiedlich verändert. Einzige Ausnahme, ich habe die Spur, die nicht gekappt wurde, angehoben in der Lautstärke, damit sie gleich laut sind. Das, was am ganz einfachen Mischpult auch zu machen ist. Viel Spaß beim Vergleich. We have run. We have run.
ich denke und ich hoffe, das war jetzt eindrucksvoll genug. In dem Sinne, wenn ihr jemanden seht, der dieses Mikrofon so greift, einfach mal zur Bühne gehen, hinsagen, schreien, stop cupping the mic, dummies. Der Tontechniker wird es euch danken. In diesem Sinne, schau schüttle und schönen schiefen Noten, euer Helvansing.